Kassierle! Ihr könntet euch zum Beispiel mal fragen, warum es notwendig ist, einen Staat wie Israel einzurichten für alle Juden. Antisemitismus begann nicht erst mit der Nazi-Ära. Er wurzelt in vorbiblischer Zeit und zieht sich seitdem durch die Geschichte wie ein roter Faden. Was als religiöser Konflikt begann, entwickelte sich zu einem System politischer, ökonomischer und sozialer Isolation. Doch warum gibt es so viel Hass gegen Juden seit so langer Zeit? Laut dem Alten Testament führt Abraham rund 1800 Jahre vor unserer Zeitrechnung auf Gottes Geheiß seine Familie von Haran in der heutigen Türkei nach Kanaan. Abrahams 12 Urenkel werden die Erzväter der 12 Stämme Israels und begründen Israel als Volk. Sie weigern sich, die Religion der ansässigen Machthaber anzunehmen. Und sie sind die Ersten, die an nur einen Gott glauben. Um das Jahr 30 unserer Zeitrechnung kommt das Christentum auf, das anfänglich als jüdische Sekte gilt. Die Kreuzigung von Jesus ist ein zentraler Punkt in der Geschichte des Antisemitismus. Der Vorwurf, Juden seien seine Mörder, begründet die jahrhundertelange Verfolgung und Diskriminierung von Juden im Namen des Christentums. Ab 60 vor unserer Zeitrechnung steht Judäa mit Jerusalem unter römischer Herrschaft. Im Jahr 380 unterzeichnen die römischen Kaiser ein Dekret, das das Christentum zur Staatsreligion erklärt. Von 300 bis 600 unserer Zeitrechnung kommt eine neue Welle der Diskriminierungen von Juden auf. Es ist ihnen verboten, Christen zu heiraten, sie dürfen keine offiziellen Ämter bekleiden und vor Gericht nicht gegen Christen aussagen. In diese Phase fällt auch die Entstehung zahlreicher Mythen. Darstellungen von Juden mit Hörnern oder tierartigen Schwänzen kommen auf. Diese werden später wieder von den Nationalsozialisten aufgegriffen. Im Jahr 1095 ruft Papst Urban zu den Kreuzzügen gegen Muslime auf. Die Kreuzritter sind keine Armee, sondern gleichen eher einem Mob, der auf seinem Weg auch jüdische Gemeinden plündert und ihre Bewohner massakriert. Der Ursprung der modernen Pogrome. 1150 schreibt der englische Benediktinermönch Thomas von Monmouth eine Geschichte, in der ein Lehrling von Juden in ritualisierter Weise umgebracht wird. Sie ist der Beginn der Ritualmordlegenden im mittelalterlichen Europa. Auch in Österreich hat sich eine solche Legende bis heute erhalten. Im Tiroler Ort Rinn hält sich sogar ein Kult, der letzte dieser Art in Europa. Hier soll 1462 ein Bub namens Anderl von ortsfremden Juden rituell ermordet worden sein. Um den Felsen, auf dem der Mord passiert sein soll, wurde eine Kirche gebaut. Der Ortsteil trägt deshalb sogar den Namen Judenstein. Für die Legende gibt es keinerlei historische Beweise. Und seitdem der Innsbrucker Bischof den Kult 1994 verboten hat, organisiert er sich in einem privaten Verein. Von einem dürfen Sie sicher ausgehen, dass das einfache Volk ein gutes Gespür hat für was Aufrichtiges und was Gutes. Das hat ein gutes Gespür, das einfache Volk. Und das lässt sich das auch ganz ungern von einer Amtskirche, Gott weiß woher auch immer, ausreden. Das einfache Volk weiß, was es am anderen hat. Und das lässt sich auch nicht schlecht machen durch die Amtskirche. Verstehen Sie es? Jedes Jahr kommen mehr als 100 Menschen zum Gedenken an Anderl von Rinn. Das Christentum legt im 12. Jahrhundert das Zinsverbot fest. Juden sind jedoch ausdrücklich davon ausgenommen. Da für Juden Berufsverbote gelten und sie kein Land besitzen dürfen, werden sie in den Geldhandel gedrängt. Der Mythos des geldgierigen, betrügerischen Juden hat hier seinen Ursprung. Im 14. Jahrhundert,
breitet sich die Beulenpest in Europa aus und tötet geschätzt ein Drittel der Bevölkerung. Ein Sündenbock ist schnell gefunden und weitere Legenden kommen auf. Die von Juden vergifteten Brunnen hätten die Pest ausgelöst oder dass sie das Blut christlicher Kinder zum Backen des Pessachbrots verwenden oder Hostien schänden würden. In Österreich und Deutschland werden geschätzte 100.000 Juden wegen solcher Mythen lebendig verbrannt. 1545 schreibt Martin Luther ein Pamphlet mit dem Titel »Von den Juden und ihren Lügen«. Darin fordert er unter anderem das Verbrennen von Synagogen, ein Verbot des Geldhandels und die Vertreibung der Juden. Manche Gelehrte bezeichnen heute Luthers Werk als Marke vom Übergang vom Antijudaismus, den Attacken auf Juden, weil sie das Christentum nicht akzeptieren, hin zum Antisemitismus, den Hass auf Juden als sogenannte Rasse. 1873 schreibt Wilhelm Marr die Propagandaschrift »Der Sieg des Judentums über das Germanentum« und prägt damit den Begriff des Antisemitismus. Seiner These nach würden sich Juden verschwören, um den Staat zu übernehmen. 1903 erscheinen im russischen Zarenreich die Protokolle der Weisen von Zion, eine verschwörerische und später als Fälschung entlarvte Sammlung angeblicher Vorträge einflussreicher Juden, die eine Verschwörung rund um die Übernahme der Weltherrschaft belegen sollen. Adolf Hitler nützt das alte Feindbild des Juden bei seinem Aufstieg zur Macht im krisengebeutelten Deutschland der 1920er und 1930er Jahre. 1935 wird mit den Nürnberger Gesetzen den Juden die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Die Nationalsozialisten senden antisemitische Rundfunkpropaganda auf Arabisch in Teile der islamischen Welt. Amin al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem, kollaboriert mit Hitler. Al-Husseini ist maßgeblich für Pogrome gegen Juden verantwortlich und beruft sich auch auf die Protokolle der Weisen von Zion. Er wird später zum Führer der Muslimbrüder in Palästina. Mit dem Krieg gegen die Sowjetunion beginnt die planmäßige Ausrottung der Juden im gesamten deutschen Einflussbereich. Im Dezember 1941 nehmen die ersten Vernichtungslager ihren industriellen Tötungsbetrieb auf. Rund 6 Millionen Juden werden umgebracht. Nach 1945. Die Welt weiß von den Gräueltaten des Holocausts. Öffentlicher Antisemitismus wird zum Tabu. Die nächsten Jahrzehnte lassen die Erinnerungen daran jedoch verblassen. 1948 verkündet David Ben-Gurion die Errichtung des Staates Israel. Einige Stunden danach erklären Ägypten, Saudi-Arabien, der Libanon, der Irak und Syrien dem neuen Staat den Krieg. Heute erkennen 32 UN-Mitgliedstaaten den Staat Israel nicht an. Besonders der fortwährende Konflikt mit Palästina prägt die Geschichte des Landes bis heute und befeuert auch die Gewalt im Rest der Welt. In Jahren mit Eskalationen im Nahostkonflikt kommt es zu bis zu 4-mal mehr Straftaten gegen Juden in Deutschland. Antisemitismus, islamisch geprägter wie von rechts, ist kein neues Phänomen, sondern hat uralte Wurzeln in der Geschichte.